Die Zahlen auf den Gewichten machen Bob richtig wütend. Wenn man so viele Verlockungen um sich herum hat, ist es unmöglich, sich fit zu halten. Das war's. Es ist Zeit für drastische Maßnahmen. Keine Süßigkeiten mehr. Wir fragen uns, wie dieser Kampf enden wird. Wow, sogar sein Partner Ross muss auf Süßigkeiten verzichten. Wahnsinn! Eine brennende Überraschung der Insassen lässt Bob hysterisch werden. Es gibt immer weniger Gefangene. Der arme Tom riskiert sein Leben. Das war eine Verzweiflungstat. Stopp! Stimmt etwas nicht? Stimmt, die Bombe ist hochgegangen, aber sie hat nur positive Emotionen gebracht. Es ist wichtig, dass du dein Gehirn entwickelst. Bücher können dabei helfen. Das ist richtig. Das ist ein perfektes Versteck für einen saftigen Donut. Wer braucht schon Literatur, wenn es Süßigkeiten gibt? Unglaublich! Jetzt muss Ross das Geheimnis dieses Flugobjekts lösen. Jetzt wird jemand ein Problem haben. Das Verhör beginnt. Auch eine Metallstange kann brechen. Wir brauchen professionelle Hilfe. Wow, jetzt hat ein Häftling ein cooles Detail für die Einrichtung. Du musst vorsichtig sein, wenn ein wütender Aufseher vorbeikommt. Es war einfacher, Bob auszutricksen, als wir vorher dachten. Tom will auch Süßigkeiten. Oh, das tut weh. Man kann dem, was man sieht, nicht trauen. Nun ja, vor einem super empfindlichen Scanner kann man nichts verbergen. Vor allem keine Süßigkeiten. Es ist ein endloser Strom von Pralinen. Es war eine dumme Idee, den Look mit essbaren Accessoires zu vervollständigen. Es stellte sich heraus, dass es einfacher war, an den Aufsehern vorbeizukommen, als die Taschen mit den Pralinen zu leeren. Ein essbares Poppet ist ein Souvenir. Im Gefängnis eine Bügelsäge bekommen? Kein Problem. Und es ist wichtig, sich vom Aufseher fernzuhalten. Nichts Ungewöhnliches. Ein Häftling sägt die Gitterstäbe direkt vor dem Wärter durch. Toll, die Gefahr ist gebannt. Aber mit der Sahne sollte er vorsichtiger sein. Kann ein normales Poppet ein süßigkeitenfreies Leben bedrohen? Es stellt sich heraus, dass dieses Spezielle es kann. Aber Ross ist so konzentriert auf das Spiel, dass er nichts von der Umgebung mitbekommt. Diese Anti-Stress-Maßnahmen helfen ihm nur. Tom hat eine lang ersehnte Bestellung bekommen. Wirklich? Es ist keine normale Bestellung, sondern eine Schokoladenzahnpasta, die alle zum Lächeln bringt. Aber irgendwas ist schiefgelaufen. Igitt, vielleicht sollte er nicht so ein Opfer bringen. Ein Modemagazin ist eine gute Möglichkeit, die Zeit totzuschlagen. Sus Freund kann sie nicht ohne Süßigkeiten lassen. Streng dich ein bisschen mehr an. Ein Schlüsselloch ist eigentlich ein Portal für Süßigkeiten. Wie süß. Aber es ist Zeit, sich zu verabschieden. Du kannst den Wunsch nach Freiheit nicht aufhalten. Plötzlich mischt sich der Wärter Bob in diese geheime Operation ein. Die Wände wackeln von einem ohrenbetäubenden Geschimpfe wie diesem. Und Sue wird bekommen, was ihr zusteht. Der Wärter wurde so wütend, dass er Augenprobleme bekam. Das ist okay. Er wird hier sitzen und sich bald besser fühlen. Die Regeln der Etikette existieren auch im Gefängnis.
Du musst jeden mit Hallo begrüßen. Oh, mit so einem Trick hat Tom nicht gerechnet. Eine spannende Weltreise mit Süßigkeiten. Das ist genau das, was ein Flüchtling braucht. Hey, das war ein peinliches Ende für dieses Reiseabenteuer. Sue hat ein Jubiläum. 10 Jahre von dem Monat an, als sie hinter Gitter kam. Und hier ist der Spielverderber. Ein wütender und gieriger, ungebetener Gast. Naja, wenigstens hat er etwas hinterlassen. Danke dafür. Wenn er nur wüsste, dass die Großzügigkeit ihm einen grausamen Streich spielen wird. Eine beeindruckende, mehrschichtige Torte entpuppte sich als Fälschung. Das ist unfair. Selbst im Gefängnis vergisst Sue ihre Schönheitsroutine nicht. Ein strenger Wärter ist genau vor ihrer Zelle. Aha. Was kann ein Lipgloss schon falsch machen? Und was ist mit den anderen Beauty-Tools? Hier gibt es nichts Verdächtiges. Naiver Bob. Frauen können sehr verschlagen sein. Es ist Zeit für Marmeladenlidschatten. Er ist schön und lecker. Das Gefängnismenü riecht übel. Haferbrei ist nicht das, wovon er träumt. Aber es ist nicht alles so, wie es scheint. Genial! M&M's unter einer Schicht aus Haferbrei. Ein Gericht wie dieses kann jeden glücklich machen. Auch Sue bekam Hunger. Aber sie hatte ein bisschen weniger Glück. Diesem Haferbrei fehlt doch etwas, oder? Vielleicht sollte sie es noch einmal probieren. Sue hat eine Jahresration Haferbrei gegessen, aber sie hat nicht gefunden, wonach sie gesucht hat. Verliererin! Es ist immer schön, Geschenke von Freunden zu bekommen. Aber es gibt noch ein kleines Problem zu lösen. Und der strenge Wärter Bob schaut zu. Hey, dieser Typ hat einen besonderen Sinn für Humor. Er konnte nicht widerstehen, dieses süße Geschenk mit Gewürzen zu versehen. Warum eigentlich nicht? Es sieht gut aus. Oh nein, es ist so scharf. Das arme Mädchen hat Feuer in ihrem Mund. Wie schrecklich. Bob lacht darüber so sehr. Gefängnisgitter sind kein Hindernis für einen echten Künstler. Aber was ist das für ein verdächtiger Geruch? Hat jemand Süßigkeiten in die Zelle gebracht? Wer dachte, Papier zu essen sei eine gute Idee? Sue kann endlich alleine zeichnen. Oder fast essbare Buntstifte leisten ihr Gesellschaft. Ross hat ein paar dringende Dinge zu erledigen. Er kann sie nicht aufschieben, sonst beschmutzt er seinen Ruf. Es ist nicht die Zeit, schüchtern zu werden. Das Wichtigste ist, sich nicht zu blamieren. Dieser strenge Wärter schüchtert niemanden mehr ein. Mit so einem Toilettenpapier wirst du nicht hungrig bleiben. Ein kuscheliges Kissen ist ein Muss für einen schönen Schlaf. Und für Naschkatzen ist es auch ein Frühstück. Vor dem aufmerksamen Bob kann man sich nicht verstecken. Er ist überall. Wann hat diese Kontrolle endlich ein Ende? Das ist wichtig. Du musst um das kämpfen, was dir gehört. Ups, da hat jemand das Gleichgewicht verloren. Jetzt ist Bob komplett verschmiert und Harley übt sich in einer neuen Art von Schlaf. Ein Ziegelsteinkissen ist nicht das, was sie im Sinn hatte. Zu einer schwangeren Frau, die ihren Mann sehen will, kann man nicht Nein sagen. Das Herz eines jeden schmilzt beim Anblick einer süßen Szene wie dieser. Tom hat das stilvolle Geschenk nicht zu schätzen gewusst. Es ist zu klein. Wie kann er nur so dumm sein? Nein, er ist nicht der Schlauste in der Umgebung. Er ist so ahnungslos. Tom hat's endlich verstanden. Das ist die Verwandlung des Jahrhunderts. Ein Treffen mit einem Anwalt ist ein wichtiges Ereignis für Haley. Er weiß, wie er seine Klientin glücklich machen kann. Hier gibt es aber auch Komplikationen.
Es ist nur Tinte, sonst nichts. Aber vielleicht ist es das auch nicht. Wenn Bob nicht schlafen kann, können auch die anderen nicht schlafen. Das ist ein sehr seltsamer Insasse. Hey, warum schläft er in Etappen? Toms Trick hat funktioniert. Nun wurde aus einem Wärter ein Gefangener.